lieben Motorsportfreunde, hier wieder euer Chris am Start und herzlich willkommen zu meinem ersten Video im Jahre 2022. Ja, einige werden sich bestimmt fragen, Mensch Digga, warum kam denn lange Zeit kein Video mehr? Ich sag's ganz einfach, kurz und knapp, ich hatte keinen Bock. Nee, es ist wirklich so, wirklich zur Zeit ist es bei mir so, dass ich wirklich nur schwer mich überwinden kann, wirklich Videos zu machen, weil momentan meine Lust einfach wirklich im Keller ist, Videos zu machen. Ja, aus welchen Ursachen das liegt, ich glaube, vieles davon könnt ihr euch selbst denken, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte euch trotzdem doch so noch ein bisschen erhalten bleiben. Und deswegen stelle ich euch jetzt ein neues Motocross-Video aus der ehemaligen DDR vor. Und zwar befinden wir uns 1984 in Leutersbach. Leutersbach, eine wirklich sehr, sehr schöne, reine Naturstrecke. Also wirklich eine Strecke, die direkt aus der Wiese von Gott dahin geknallt wurde, ja. Nein, ist natürlich nur Spaß, aber man kann sich vorstellen, wirklich, das ist ja das, was man im Gegensatz, was man damals hatte und im Gegensatz zu heute hat. Damals hatte man wirklich Strecken, die wirklich von der Natur geprägt wurden. Und heute hat man Strecken, die gemacht werden. Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied im Charakterbereich aus. Aber nichtsdestotrotz, darum geht es ja eigentlich überhaupt gar nicht. Nein, Quatsch, ich will auch jetzt gar nichts weiter darüber erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Leutersbach im Jahre 1984. Wolf, den DDR-Meister mit der 6, sehe ich Falk Rudolf, der den ersten Lauf bereits gewann. Damit der 11, da war Volker Langlotz, der Erfurter, mit der 41, neben ihm Sven Dietzmann. Über 30 Minuten plus 2 Runden geht das Feld der 26 Teilnehmer in diesem Lauf. Ja, und bereits am Vormittag im Training mussten die Männer mit strömendem Regen fertig werden. Dann hatten sie Glück bei ihrem ersten Lauf am Tage. Da war die Strecke einigermaßen abgetrocknet. Tja, und jetzt, kurz vor Schluss des heutigen Tages, da beginnt es wieder zu regnen. Und wenn es hier einmal anfängt, naja, dann kommen hier gleich die Strippen herunter. Das Feld am Start. Lauf Nummer 1 gewann Falk Rudolf, holte sich damit 15 weitere Meisterschaftspunkte. Den zweiten Platz hatte dann Uwe Martin aus Merkers, sein Clubkamerad, für sich. Und dritter war ein weiterer Mann aus Merkers, nämlich Harald Pfeil. Sie also waren die Schnellsten, die Besten beim ersten Lauf. Falk Rudolf hat da unten offensichtlich Schwierigkeiten mit Start Nummer 6 gut zu erkennen. Neben ihm, der sitzt da, ja, mit der 3, die Maschine von Harald Pfeil. Jetzt ist sie angesprungen, doch, man sieht es. Harald Pfeils CZ also jetzt nun auch einsatzbereit. Die letzten Sekunden Konzentration vor dem Start, alles andere später. Das große Problem, sich hier erst einmal einzuordnen für alle Männer. Im ersten Lauf hatten einige ihre Schwierigkeiten. Als Bester kam Matthias Ernst vom MC Kali Merkers weg. Na, und doch auch hier sind zwei wieder miteinander kollidiert. Aber es scheint gut gegangen zu sein. Da sehen Sie mit der 2 DDR-Meister Thorsten Wolf, Anfang des Jahres verletzt. Er konnte in Köln beim ersten Lauf nicht dabei sein. Heute hatte er auch so seine Sorgen, stürzte einmal kurz und kam dadurch so weit ins Hintertreffen, dass für ihn keine Punkte notiert werden konnten. Mal sehen, wie es nun in diesem Rennen des Tages geht. Langlotz und mit ihm Norbert Müller über den Sprunghügel. Matthias Ernst. Matthias Ernst, hatte ich Langlotz gesagt, dann war es ein Fehler. Und er wird attackiert von dem Mann mit der Startnummer 4, von Norbert Müller, dem 29-Jährigen, der in der kleinen, in der 125 Kubikzentimeter Klasse DDR-Meister ist.
Die wilde Jagd geht weiter auf diesem an sich mittelschweren Fluss. Aber der Sand und teilweise auch Lehmboden ist durch den Regen so aufgeweicht, dass die Fahrer echte Probleme haben, die Maschinen selbst in diesen Kurven und natürlich auch an den Steilauffahrten unter Kontrolle zu behalten. Uwe Martin vom MC Kali Merkers scheint schon das Ausgekommen zu sein. Schade für ihn, denn mit seinem zweiten Platz hatte er sich heute gut eingeführt. Also hier die Ersten, die schon die Waffen strecken müssen. Aber da vorn Matthias Ernst, der Mann vom MC Kali Merkers. Und ihm auf den Fersen bleibt Norbert Müller. Müller, der bereits 25 Meisterschaftspunkte auf seinem Konto hat und heute vor dieser Veranstaltung gemeinsam mit Falk Rudolf in Führung lag. Tja, wird er hier weitere Punkte dazu bekommen? Rudolf hat schon 15 und führt damit jetzt mit 40 Punkten die Tabelle an. Norbert Müller könnte gleichziehen, aber das müsste für ihn dann ein erster Platz in diesem Rennen werden. Er gibt sich große Mühe, weiter nach vorn zu kommen, denn beim ersten Lauf heute reichte es nur zu einem fünften Platz. Und der Dritte der DDR-Meisterschaft möchte mehr. Da ist Falk Rudolf wieder. Falk Rudolf also bei uns am Start und Ziel. Nun mit der 7, Matthias Ernst. Dann kommt Thorsten Wolf, hinter ihm mit Startnummer 15, Eberhard Wolf von Dynamo Erfurt. Die meisten haben schon auf die Rennbrille verzichtet. Hier eine der schwierigen Steilauffahrten, die vielen Fahrern Sorgen bereitet hat. Aber im Augenblick scheint sie noch recht gut befahrbar zu sein. Hoffen wir nur, dass der Regen ein wenig nachlässt und den Fahrern nicht diese zusätzlichen Schwierigkeiten noch zu schaffen macht. Er ein sehr unterschiedliches Rennen gefahren hat, aber wie es scheint, sich in der Schlussphase nun doch wieder gefangen hat und auf Platz 2 liegt. Dahinter Matthias Ernst, dem wir heute auch eine gute fahrerische Leistung bescheinigen. Er hat sich vom Start weg in der Spitzengruppe unter den ersten drei gehalten, war einmal Zweiter, kam dann auf den dritten Platz, stieß wieder in die zweite Position nach vorn, um jetzt endgültig offensichtlich doch als Dritter Richtung Ziel zu fahren. Und dann kommen schon größere Abstände. Dann kommen Norbert Müller und mit ihm auch Harald Pfeil. Sie haben die nächsten Plätze inne und auch für Sie wird es gut sein, das Punktpolster hier doch ein wenig aufzubessern. Mit der 6 wieder einmal der zweitplatzierte Falk Rudolf. Und da sein Konkurrent, sein Kontrahent, der Mann mit der Nummer 2 auf den letzten Metern. Und jetzt wird er abgewinkt. Also Sieger dieses Laufs, Thorsten Wolf. Er holt sich die 15 Meisterschaftspunkte in der Halbliterklasse in Leutersbach. Nun kommt die kleine Pause, bis der Zweitplatzierte bei uns auftaucht. Hier kommt er schon aus der Kurve heraus, nimmt den kleinen Sprunghügel. Und damit ist Falk Rudolf am Ziel. Für ihn werden 12 Punkte notiert. Damit geht er mit 52 Punkten in der Meisterschaftswertung in Führung. Matthias Ernst hat den Zielstrich als Dritter überquert. Auch für ihn eine große Leistung, dem Dritten der DDR-Meisterschaft. Und das war's schon wieder zu diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ihr wisst es ja, Meinungen und Ansichten immer unten in die Kommentarbox bam, reinhämmern. Und ich wünsche euch, wie gesagt, einfach nur, dass ihr wirklich alle gesund bleibt. Und vor allem, dass es euch gut geht, dass ihr glücklich seid. Das ist das Wichtigste und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt meine Ich würde mal sagen, bleibt gesund, meine lieben Freunde. Ciao.